Hallo meine lieben Gartenfreunde, ich habe hier die Möglichkeit, so alles zu trocknen und das mache ich natürlich. Ich nutze das, ich trockne alles, was bei mir so wächst, alles, was grün ist, Gemüse im Ganzen, in Stückchen, ich schneide es, ich würfel es in Stängel, ob Chili, ob Zwiebel, ob Möhren, Sellerie, alles Mögliche wird getrocknet. Ich trockne sogar diese kleinen Blümchen, zeige ich euch, was ich damit mache. Heute geht es aber ums Knoblauchsalz. Ich nehme Salz. So, ich habe hier auch eine Menge von meinem jungen Knoblauch noch dazu geschält. Den reibe ich jetzt auf dieser kleinen Reibe. Dann vermische ich das mit Salz und dann trockne ich es auch. So, Knoblauch habe ich gerieben und jetzt mische ich das mit Meersalz. Ich nehme für meine Gewürzmischungen immer Meersalz. Ich mische das schön und dann trockne ich das zusammen. Und das ist dann die Basis für alle meine Gewürze, also Knoblauchsalz. Und damit mische ich dann so ziemlich fast alle Gewürze, die ich mache. Ob es Pommesgewürz ist, ob es Pizzagewürz ist, für Tomaten, Kräutersalz, alles Mögliche. So, das vermische ich jetzt und dann wird es zusammen getrocknet. So ungefähr sieht es aus, wenn ich es vermische. Zur Mengenangabe, ich habe jetzt hier ca. 100 Gramm Knoblauch gehabt, also schon geriebenen, fertig, ein bisschen mehr. Ich mache das meistens Pi mal Auge. Und ca. 500 Gramm Meersalz. Also ich habe normales, fein gemahlenes Meersalz. Man kann auch grobes nehmen, nur danach müssen wir es nochmal zerkleinern in der Kaffeemühle. Aber ich nehme feines, dann ist es schon zerkleinert. Und das streiche ich jetzt auf meine... Auf so einen Einsatz von meinem Dörrautomat verteile ich das jetzt und stelle es zum Trocknen. Natürlich kann man auch das Ganze im Backofen trocknen oder man kauft gleich trockenen Knoblauch. Nur ich habe selber meinen Knoblauch, ich ziehe mein Gemüse, meine Kräuter selber, deswegen benutze ich meins. Und dann habe ich eine Grundbasis, weiß wie viel drin ist und wie frisch es ist. Und so verwende ich es. Und so mache ich meine Gewürzmischungen, die ich dann auch gerne zu Weihnachten zum Beispiel verschenke. Die werden auch gerne immer als Geschenke genommen. So, es ist regelmäßig verteilt. Und jetzt kommt es so in den Dörrautomat, circa bei 50, 60 maximal Grad. Und die Uhrzeit sage ich euch dann. Und nach ca. 6 bis 8 Stunden, es kommt natürlich auf die Menge drauf an, sieht mein Kräutersalz, Knoblauchsalz so aus. Man kann das jetzt natürlich nochmal zerkleinern in der Kaffeemühle. Ich lasse es jedoch so, weil das meine Basis ist für andere Gewürzmischungen und ich mische es noch einfach mit anderen Kräutern.